Ein runder Rücken soll Rückenschmerzen vorbeugen? Kann das wirklich stimmen? Wird uns nicht immer genau das Gegenteil erklärt? Wo dein Rücken rund sein sollte und wo aber auch nicht, um Rückenschmerzen vorzubeugen oder sie sogar auch wieder loszuwerden, erkläre ich dir in diesem Video. Und natürlich zeige ich dir die besten Pilates-Übungen, mit denen du das für dich üben kannst. Du brauchst dafür nichts außer bequemer Kleidung und deiner Matte und dann können wir direkt zusammen loslegen. Es stimmt tatsächlich, dass ein runder Rücken gegen Rückenschmerzen helfen kann. Hier oben in der Brustwirbelsäule fällt uns das sehr leicht. Wenn wir nicht aufpassen, dann sitzen oder stehen wir den ganzen Tag in so einer runden, vorgeneigten Haltung. Und genau das ist aber gar nicht gesund und führt in diesem Bereich oft zu Rückenschmerzen oder zu Nacken- oder Kopfschmerzen. Hier solltest du also eher aus deiner runden Haltung rauskommen und deine Wirbelsäulen aufrichtende Muskulatur trainieren. Hierzu habe ich schon einige Videos gemacht, die kannst du dir hier oben anschauen und ich verlinke die euch auch unten in der Infobox. Wenn dich diese Themen interessieren, dann abonniere gerne kostenlos meinen Kanal und drück am besten gleich die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. In der Lendenwirbelsäule haben die meisten von uns einen oder sogar mehrere Wirbel übereinander, die gar nicht oder kaum beweglich sind. Diese unbeweglichen Wirbel, die sind aber nicht das Problem, denn ein steifer Wirbel, der tut eigentlich nicht weh. Das Problem sind die Wirbel darüber oder darunter. Denn die müssen die Unbeweglichkeit der anderen Wirbel kompensieren und genau an der Stelle, wo ein beweglicher Wirbel auf einen unbeweglichen trifft, da herrschen unheimlich große Kräfte und dort tut es dann am meisten weh. Wenn wir nun üben, die gesamte Lendenwirbelsäule in eine schöne Rundung zu bewegen, entlasten wir genau die Schwachstellen, die ich eben beschrieben habe und wir können so Rückenschmerzen vorbeugen und sogar auch wieder loswerden. Und das wusste auch schon der gute alte Herr Pilates und deswegen zeige ich euch jetzt die besten Pilates-Übungen, um die Lendenwirbelsäule zu mobilisieren. Wir starten in diesem Video mit recht einfachen Übungen, die aber dennoch eine Herausforderung für dich sein können, wenn du in diesem Bereich nicht so beweglich bist oder diese Region noch nicht so gut ansteuern kannst. Wenn du interessiert bist an etwas fortgeschritteneren Übungen, um mehr Beweglichkeit und Kontrolle für deine Wirbelsäule zu bekommen und damit auch mehr Kontrolle über deine Rückenschmerzen, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich ganz bald ein Video mit Pilates-Rollübungen für Fortgeschrittene für dich. Und jetzt schnapp dir deine Matte, wir legen direkt los. Komm für die erste Übung in einen hüftbreiten Stand auf deine Matte, mach deine Wirbelsäule ganz lang und dann beug deine Knie ein kleines bisschen, schieb deinen Po nach hinten und stütz dich mit den Händen auf deinen Knien ab. Mach hier nochmal eine lange Wirbelsäule und dann versuch deinen unteren Rücken und nur deinen unteren Rücken etwas rund zu machen und dann komm wieder in die gerade Wirbelsäulenposition. Nochmal, mach deinen unteren Rücken rund, versuch dabei deinen Bauchnabel ganz fest nach innen einzuziehen und dann komm wieder in eine gerade Position. Nochmal, am besten mit dem Ausatmen rund machen, Bauchnabel nach innen und versuch oben in der Brustwirbelsäule keine Bewegung ankommen zu lassen. Nochmal, mach dich schön rund, atme dabei aus, zieh deinen Bauchnabel nach innen. Und wieder lösen, einatmen. Mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel nach innen und mach nur den unteren Teil deiner Wirbelsäule rund. Versuch oben in der Brustwirbelsäule so gerade wie möglich zu bleiben. Nochmal rund werden unten und einatmen, wieder lang werden. Am besten übst du diese Übung am Anfang zumindest vor dem Spiegel, sodass du kontrollieren kannst, dass du wirklich möglichst nur unten in der Wirbelsäule rund wirst und deine Brustwirbelsäule gerade lassen kannst. Und nochmal ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, werd ganz rund, einatmen, komm wieder in die gerade Position zurück. Ausatmen, rund, bleib oben ganz unbeweglich, einatmen, wieder zurück. Und noch einmal rund werden im unteren Rücken. Und nochmal gerade. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel
wieder ganz nach oben auf. Locker dich kurz aus und komm dann für die nächste Übung in einen Langsitz auf deine Matte. Streck deine Beine lang nach vorne aus, schieb deinen Kopf schön nach oben und nimm die Rippen etwas rein und den Bauch. Und dann mach genau die gleiche Übung wie ihr eben gerade im Stehen. Kipp dein Becken etwas zurück, sodass deine Lendenwirbelsäule rund wird. Und dann richte dich wieder auf. Versuch, dass die Bewegung nur in der Lendenwirbelsäule stattfindet und bleib oben in der Brustwirbelsäule möglichst ganz ruhig. Am besten übst du das am Anfang wieder vor dem Spiegel, dann kannst du das etwas kontrollieren. Und verzweifel am Anfang nicht, wenn die Bewegungen ganz klein sind oder wenn doch Bewegung in der Brustwirbelsäule ankommt. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, wenn man diese Regionen nicht so gut ansteuern kann. Das kommt aber, wenn du regelmäßig übst. Vielleicht hilft dir auch die Vorstellung, dein Becken sei eine Schale mit Wasser gefüllt und du möchtest immer nur hinten etwas Wasser ausgießen aus der Schale und richtest die Schale dann wieder auf. Vielleicht hilft dir das. Und ausatmen. Kipp etwas Wasser aus deiner Schale, zieh den Bauchnabel fest nach innen und einatmen, richte dich nochmal auf. Ausatmen, wird nochmal schön rund in der Lendenwirbelsäule. Oben bleibst du möglichst ruhig. Einatmen und dann entspann dich. Lass dich für einen Moment nach vorne aushängen. Und dann rutsch mit dem Po für die nächste Übung etwas weiter nach vorne, dass du hinter dir viel Matte hast. Stell deine Beine auf, halt dich mit deinen Händen an deinen Unterschenkeln fest, an den Schienbeinen und richte deine Wirbelsäule ganz auf. Dann löse deine Hände von den Schienbeinen und bleib so aufrecht sitzen und jetzt roll wieder ganz kontrolliert, Wirbel für Wirbel, von der Lendenwirbelsäule ausgehend zurück. Zieh deinen Bauchnabel dabei ganz fest nach innen und versuch jetzt ohne Ruck und ohne Schwung auf die Matte abzurollen, wirklich Wirbel für Wirbel. Und wenn dein Rücken liegt, dann nimm die Arme über Kopf, atme hier ein. Und mit der Ausatmung nimm die Arme wieder nach vorne und roll Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Zieh deinen Bauchnabel fest nach innen und versuch ganz rund zu bleiben. Einatmen hier oben mit gerader Wirbelsäule und dann ausatmen, lass dich langsam wieder zurück. Wenn dir für die erste Variante die Kraft am Anfang noch fehlt, dann nimm ruhig deine Hände zur Hilfe, halt dich an den Oberschenkeln fest, helf dir über diese schwierige Stelle. Und dann roll bis nach unten, nimm die Arme über Kopf, atme ein. Mit der Ausatmung nimm die Arme wieder nach vorne und hilf dir dann auch auf dem Weg nach oben wieder. Hack dich an deinen Oberschenkeln ein, hilf dir über die schwierige Stelle hinweg und richte dich dann wieder ganz auf, atme ein. Und du übst jetzt in der Variante weiter, die für dich heute passt. Ganz rund zurückrollen, zieh den Bauchnabel fest nach innen ein, ohne nach unten zu plumpsen. Versuch die Bewegung ganz kontrolliert auszuführen. Atme ein mit den Armen über Kopf und ausatmen. Komm wieder nach oben, zieh den Bauchnabel fest nach innen ein und komm nach oben. Wirbel für Wirbel mit ganz runder Lendenwirbelsäule. Streck dich oben wieder ganz gerade. Und mit der Ausatmung lass dich wieder kontrolliert nach hinten rollen. Und wenn die Wirbelsäule ganz aufliegt, dann nimm die Arme über Kopf, atme hier ein. Und nochmal nach oben rollen, ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen ein. Und mach den Rücken nochmal gerade und dann entspann für einen kleinen Augenblick. Die nächste Übung heißt Rolling Like a Ball und wir rollen tatsächlich wie ein Ball. Komm dafür noch ein kleines bisschen weiter nach vorne auf deine Matte. Vergewisser dich, dass du hinter dir viel Platz hast zum Rollen. Und dann zieh dir deine Knie und deine Oberschenkel ganz nah an den Oberkörper heran.
und lass dich hinter deine Sitzbeinhöcker rollen in einen Balance Point, in eine Position, in der du nicht umfällst. Nimm deine Stirn auf die Knie oder ganz nah heran. Zieh den Bauchnabel nach innen und dann lass dich etwas nach hinten rollen mit rundem Rücken. Und dann rollst du ganz auf den Rücken und kommst mit Schwung wieder nach oben. Schau, dass du hinten nicht mit dem Kopf bremst und vorne nicht mit den Füßen bremst. Versuch die Bewegung mit deiner Bauchmuskulatur zu kontrollieren. Wenn du jetzt nach hinten rollen kannst, aber nicht mehr mit Schwung nach oben kommst, dann kann dir vielleicht Folgendes passiert sein. Du startest zwar rund und wenn du dich jetzt nach hinten rollen lässt, öffnest du vielleicht und dann kannst du es nicht mehr schaffen, mit Schwung wieder zurück nach oben zu rollen. Lass also deine Stirn immer ganz nah an deinen Knien, zieh den Bauchnabel nach innen, bleib so rund, lass dich nach hinten rollen und komm mit Schwung wieder nach oben. Und zieh den Bauchnabel ganz fest dabei ein und versuch, dass diese Bewegung kein Geräusch macht, also nicht so ein Flatschen, wenn du nach unten aufkommst. Und wenn du wieder nach oben über diese gerade Stelle rollst, versuch ganz, ganz, ganz rund zu bleiben, so wie wir es in den vorherigen Übungen immer geübt haben. Zieh den Bauchnabel fest nach innen ein und versuch dich im Rücken rund wie eine Kugel zu machen. Wenn dir das gut gelingt, dann hörst du nichts oder fast nichts beim Zurückrollen und wieder nach oben kommen. Versuch noch dreimal schön rund zu rollen. Und nochmal nach hinten, mach dich rund wie eine Kugel, komm mit Schwung nach oben und das letzte Mal zurück und komm nach oben und dann löse wieder und entspann dich. Das waren die Einsteigerübungen zum Rollen für eine gesunde und bewegliche Wirbelsäule. Wenn du Fragen zum Thema oder zu den Übungen hast oder wenn du etwas fortgeschrittenere Übungen kennenlernen möchtest, dann schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und empfehle ihn gerne an Freunde und Familie weiter. Ich danke dir. Tschüss!